Oh nein, ich bin runtergefallen. Hätte ich nicht sagen dürfen. Ja, hallihallo Leute und herzlich willkommen zu der dieswöchigen Mutation. Ich mache gerade das Intro erstmal vorher und bevor TS und so weiter. Es ist einfacher zum Schneiden und ja, ich habe momentan so ein paar korrupte Videofiles, sollte man dazu sagen. Und deswegen sind auch momentan die anderen Projekte so ein bisschen, ja, unter den Tisch gewandert. Und ich hoffe, dass das jetzt da mal auch ein bisschen weitergeht, weil irgendwie meine Videofiles immer wieder korrupt sind und irgendwie immer wieder was nicht klappt. Und ich render jedes Video fünfmal. Dementsprechend, ja, das als kleines Intro. Diese Woche haben wir die wöchentliche Mutation Häuserkampf. Die Stadt ist gefährlich, Angreifer lauern versteckt hinter jeder Ecke und auf den Straßen wimmelt es nur so vor Fallen. Selbst die Gebäude wollen ihnen an den Kragen. Bewegen Sie sich schnell und vorsichtig, passen Sie auf Ihren Rücken auf. Ist auf der Karte Bedrohung auf Korhal? Als erstes gibt es die Photonenüberladung, wo alle gegnerischen Gebäude feindlich gesinnte Einheiten in der Nähe angreifen, das heißt Gebäude töten. Dann das größte Problem, glaube ich, gute Minen zum bösen Spiel. Auf dem Schlachtfeld liegen Gruppen von Arachnominen und Spinnminen vergraben. Das heißt, ja, mal sehen, wie das wird. Und das letzte, wir bleiben im Verborgenen, dass alle gegnerischen Einheiten dauerhaft getarnt sind. Ja, ist jetzt nicht so schlimm, muss ich sagen. Ja, was soll man denn noch dazu sagen? Also, dementsprechend, ja, ich weiß noch nicht, mit welcher Taktik wir das angehen werden, aber ja, freut euch schon mal auf die Mutation, beziehungsweise freut euch das auf das, was jetzt bei euch direkt folgt. Bei mir wird es noch ein bisschen dauern, aber ihr bekommt das ja alles in einem Paket und ja, bis dann. Ja, dann macht es nämlich keinen Unterschied. Wäre dann am besten, dann wäre es aber am besten, gegen Protoss zu spielen. Die haben nicht so viele Observer dabei, oder? Ja, Protoss. Der kam die Overseer und die Terrans haben die Forschungsschiffe überall rumstehen und die Raketentürme. Ja, Protoss haben die Kanonen rumstehen. Das macht keinen großen Unterschied. Ja, gut. Ja, die tust du ja, ja, die Raketentürme habe ich ja auch ausschalten mit der Fähigkeit. Aber die Protoss haben nicht so viele Observer rumstehen. Wenn überhaupt. Ja, wir hoffen einfach mal, egal auf welches Volk. Ja. Hauptsache kein Zerg. Darum geht's. Angriffstruppen waren jetzt nicht so groß, also. Ja, es geht primär nicht um Zerg, weil, ja. Ich hatte eben 6.500 Minerals übrig, ich baue jetzt einfach eine Berserker-Armee und renne da rein oder so, keine Ahnung. Ja, ich brauche aber von dir auf jeden Fall die Observer. Jo. Weil ich habe nur Oracles und dann... Willst du von mir noch ein Gas nehmen, rechts unten? Ja, das Gas schon mal. Muss ich erstmal auf Cannons und dann auf Observer. Zeitschleife aktiv. Unsere Gebäude sollten jetzt mit größerer Effizienz arbeiten. Also ich klau dir beide Gas unten? Ja, eins. Eins, okay. Eins hätte ich gerne auch noch. Kann ich gar nichts mehr forschen. Rechte, das rechts äußere. Ich habe jetzt das linke getappt. Keine Gas als hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Sonden werden angegriffen. Da liegen schon Minen oder was? Unser Gegner setzt zum Angriff an. Wir müssen uns auf die Verteidigung vorbereiten. Anscheinend. Ja. Ist das? Da unten. Berserker kommen. Unser Gegner verwendet Tarntechnologie. Wir benötigen Detektoreinheiten. Ja.
jetzt allein mal geschossen hat. Nee. Ich bin nur beide Probes durchgeslidet. Haben sie beide Probes gekillt. Man sieht die sogar vorher. Cool. Wow! Ja, die liegen direkt auf dem Weg zu meiner Mineral Line. Ja, hier siehst du die. Da, wo diese. Ja. Geil, wusste ich gar nicht, dass man die vorher sieht. Ach, wo da die Felsen sind. Da, wo die Krater sind. Oh, schon wieder ein Probeback, ey. Wollte ich mich verarschen, wie schnell gehen die denn? Wurden denn? Ein Lehrensplitter wurde in der Nähe ihres Landepunkts gesichtet. Also wird das ihr erstes Ziel sein. Viel Glück da draußen. Oh, Fuja. Sag mal Neuanfang. Ich registriere Truppenbewegungen. So. Mein ganzes Geld für Sonden aus. Da ist immer noch die eine. Ja. Jetzt kannst du da durch. Nimm mal Zeit. Bleibt jetzt da. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Nein. Ey, leck mich doch am Arsch jetzt, ey. Das geht mir doch auf den Sack gerade. Schattenwache einsatzbereit. Aha. Zeitschleife sonst. Ich aktiviere nun die Zeitschleife. Dadurch sollten unsere Gebäude deutlich effektiver arbeiten. Der Angriff des Feindes wird bald über uns kommen. Yeah. 180 HP. Ist aber nicht im normalen Spiel. Ich bin die Klinge der Nerazin. Khartoum. Ich Forschung abgeschlossen. Behalten Sie die Uhr im Auge. Zerstören Sie den leeren Splitter nicht erst um 5 vor 12. Du hast oben angegriffen. Das ist nicht so geil. Mach ich mit Solarlanze. Was sehen würde. Der rote Punkt weg? Ja. So, jetzt dürftest du an der Echse erstmal nichts mehr haben. Ja. Zeugs ist. Jetzt wäre vom Vorteil, wenn du mir helfen magst mit Observern. Sind im Bau, hab ich etwas vernachlässigt. Tschüss, sorry. Schon okay. Der Weg zu deiner Base frei oben? Meiner Base auf jeden Fall. Also, so wie meine Sonden automatisch von meinem Nexus auslaufen. Ich kann nicht versprechen, dass es auch noch mehr war. Irgendwas ist da unten noch. Zahlreiche leeren Splitter entdeckt. Wir müssen sie so schnell wie möglich zerstören. Ja, da war noch einer. Ah,
Ah, perfekt. Bonus-Ziel, scheiß mal drauf, ne? Ja, ich räum mal ein bisschen Minen auf gerade. Jo. Komm da auf Server. Die lagen auch total beschissen in meiner Base, ey. Ja, ich schau mal, dass wir möglichst viel frei haben immer. Wir bauen ja nicht nach, von daher. Ja, ich würde es nicht aufbeschwören. Der Feind ist auf dem Weg zu unserer Basis. Mirasim, entzündet eure Klingen. Oh shit, da kam auf einmal ein Dings da. Magst du ihn mal wegmachen? Was denn? Hier, was, wo? Da musst du mal ein bisschen drauf achten, bitte. Ja, Bruno, Moment, so. Ich war gerade am Defense-Bound für deine Base. Brauchst du eine Zeitschleife? Piraten nutzen das Chaos aus, um wertvolle Ressourcen zu raushauen. Holen Sie diese Verräter vom Himmel, wenn Sie die Gelegenheit bekommen. So, ich werde nach dem... So. Perfekt, jetzt werde ich wieder vorgehen. Ich werde die Base mit einer Zeitschleife machen, ja. Guck mal, dass du mal den Speed noch. Du hast noch einen Server. Ich mach jetzt. Ja, irgendeine Server hat mir schon wieder sonst wie viel weggehauen, leider. Wo sind sie denn? Kein Observer. Naja gut, bis die erste Kanone ausgeschaltet ist. Ich hatte Zeitstillstand. Das war eine Mine, die vor den Units stand. Und jetzt brauche ich einen Observer von dir, damit wir die kommen. Anderen Observer sehen. Aber wo ist der? Das sind die Kanonen. Kein Observer. Gott, diese Kacken. Das Problem ist, dass deine Observer immer nach hinten laufen. Naja, die fliegen denn halt nach. Verteil die mal bitte auf DDTs. Ja. Ich weiß gerade nicht, wo die sind. Deine DDTs sind durch einen Haufen Minen da unten. Kannst du mal wegmachen? Eben her noch. Aber. Ich glaub, da warst du eigentlich noch einen. Eine feindliche Streitmacht bewegt sich auf unsere Position zu. Und im Bau. Speed Upgrade kriegen sie auch. Bestätigt. Ziel neutralisiert. Wenn du die Minen auf dem Feld alle wegräumst, komm ich dann mit Berserker-Armee hinterhergerannt. Ich tue mein Bestes, die Minen wegzuräumen, kann aber nichts versprechen. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Und schleift die Zeit davon. Hier ist wieder ein Dingsi. Ich bin gerade am Angriff, Steffen. Fuck! Moment. Schon wieder die Hälfte verloren. Sehe ich ihn gerade nicht mehr. Er verloren heißt endgültig tot oder wiedergeboren? Weiß ich nicht. Splitter fallen ja wie die Fliegen. Ein würdiges Ergebnis. Die ganze Zeit diese leeren Splitter nur so aus dem Boden. Ich denke mal, die sind bereits reif für die Ernte. Da, das, ja, das Ding hier. Ich aktiviere nun die Zeitschleife. Dadurch sollten unsere Gebäude. Ja, gut, da war es nicht schlecht. Ich pushe hier gerade ein paar auf Server. Ja, die dann sterben aber, wenn die, also sobald Paris sichtbar ist, sterben auch die, ist das Ding. Dementsprechend muss. Ah, meine Observer werden ja auch wieder belebt. Die sind auch permanent getarnte Units. Wow. Weil ich habe mich gerade gewundert, die stehen alle über meinem Nexus. Klingt aber, macht Sinn. Dass du nur nicht zu oft sterben lassen. So, was wollte ich jetzt noch? Der Malanz verlassen und dafür brauchen wir nicht. Das. Magst du, falls irgendwo Dings da sind, die weghauen? Oh
Moment so, ja. Macht euch bereit, der Feind bewegt sich auf unsere Basis zu. Haben nicht so viele auf Server, die Protoss. Soll ich mal einen Strahl reinhauen und guck mal. Ich geh wieder in Ich seh hier keinen. Ja, ich hab ja Vision von meinem Strahl. Ich seh hier keinen Observer drin. Paar Phönixe. Ich soll die Kanonen down machen. Da den Hybriden. Okay. Angriff dürfen. Lächerlich mit dem Karax, egal was da kommt, drei Laserlanzen durch, hast du gewonnen. Was wollte ich jetzt noch machen? Das Upgrade. Diese elenden Piraten werden viel mehr bekommen als ich. Deine Dingsies. Schalten sie alle aus. Deine Observer. Ich glaube. Am Main-Gebäude wieder, wenn sie. Nimm die jetzt einfach eine Nummer und lenk die selber. Praktisch, ja. Mach mal die Kanonen da und dann sehen sie dich auch nicht mehr. Da ist irgendwo ein Observer. Ich hab ihn stehen. Ausgezeichnete Arbeit. Dieser leeren Splitter nur einmal. Korrekt. Alle da. Ja, warte mal, komm. Noch einer. Gut, kannst reingehen. Kannst rein. Und nicht noch ein Termin, aber auch egal. Größte Mission ja easy. Und ein weiterer leeren Splitter zerfällt zu Staub. Ja. Alle Achtung. So, lass mich mal vorfliegen, dass du die Minen siehst. Es ist nur noch ein Splitter übrig. Du hast ja alles weg, Platz gemacht. Alles weg. Und beenden Sie diesen Kampf. Kann ich auch mit Zeloten reingerannt kommen? Ja. Wir werden zwar nicht viel reißen, aber besser wie nichts. Jede Zeit. Auch noch ein paar Upgrades rein. Achtung, Zeitschleife läuft. Unsere Gebäude sollten jetzt mit größerer Effizienz arbeiten. Kannst du die Base clear machen bis oben? In Bewegung gesetzt. Wir sollten Einheiten losschicken, ich würde sie noch auf meine genau. Zeitding sie warten. Damit. Okay. Ist aber in 10 Sekunden wieder ready. Machen wir den Angriff. Server da weg. Ne, ich will den Angriff hier machen einfach. Okay. Ich bin die Klinge. Ja, dadurch verliere ich aber gerade wieder sowas, weil die einen Observer dabei haben. Hab nicht gesagt, dass du da reingehen sollst. Die haben immer noch einen Observer irgendwo. Da auch vorne. Hab nicht gesagt, dass du da reingehen sollst. Hier, mach mal die Minen noch weg, die kannst du auch schnell wegmachen. Kann ich mit den Salots einfach reinlaufen. 50 Stück, die müssen ja irgendwas. 50 Stück, die sind ein bisschen Kanonenfutter. Die können dann die Minenschüsse tanken für dich. Ja, perfekt. Die oh, warum beleben denn, ne? Sich ja auch noch wieder, oder hast du das nicht geskillt? Nee. Wenn nicht, dann davor, oder hast du keinen Zirkel des Zwielichts? Doch. Dann der Vorschuss auch fix. Ah, okay. Ja, fix. Es dauert 90 Minuten, 90 Sekunden dauert das. Ja, hast du eine Zeitschleife? Nein, ne? Nee. Ja, gut, dann renne ich. Brauch noch 100. Rein. Ja, ich schick dir mal einen Observer vor, dann wissen wir mal, was da los ist. Genau, das wäre vielleicht das Beste und. Vor Base wird aufgeräumt. Ja. Schick den Observer bitte rein, dass ich hier attacken kann. Ja, ja. Vision. Hast du dein Zeitding fertig? Das ist ready, das wollte ich nur in der Hauptbase setzen. Das Problem ist, dass ich gerade jetzt schon wieder nichts sehe. Schick mal den Observer weiter vor. Wo bist du? Vorne. Alles. Da, wo deine Berserker sind. Und das ist jetzt gerade alles gefallen, weil ich nichts gesehen habe. Und die im Kreis gelaufen sind. So,
Komm, hau die Zeitschleife rein und fertig. Lass aber nochmal meine DTs ankommen und folgte einer Jungfrau. Die Zeit wird zum Stillstand gebracht. Lauf durch wie immer. Ach, das ist ja hier. Auf die Gas, du hast überall Observer stehen. Leeren Splitter eliminiert. Nur weiter so. Ausgezeichnet. Ich registriere keinerlei feindliche Aktivitäten mehr an diesen Koordinaten. Observer sind alle weg. Boah, da kommt gerade noch ein getarnter Angriffstrupp rein. Der Countdown zeigt an, dass ah, du fuck, das ist natürlich nicht sichtbar, weil... Das ist nicht gut. Server fehlen. Ja, aber normalerweise sind die nicht getarnt, aber die bereit. Das Mothership hinten. Ja, ja. Das magst du noch einmal... Ja, ja. Genau, die Observer da hinschauen. Ich hasse nichts mehr als Piraten. Sie sind uns heute... Also noch eine Zeitschleife. Sie werden sich nicht ewig vor mir verstecken. Ich brauch keine... Obwohl doch, mach mal. Zeitschleife aktiviert. Unsere Gebäude sollten nun deutlich schneller forschen und produzieren. Wie lange hat denn dein Zeitstopp jetzt noch? Cooldown? Halb. Also. Was heißt, wie lang heißt halt? 20. Finden wir auf jeden Fall. 2 Minuten, etwa 50 Sekunden übrig. Wir machen das jetzt vorher. Wir holen deine ganzen Berserkers, die wir beleben sich jetzt ja auch wieder und dann rennen wir nochmal zusammen rein. Ich verteile jetzt erstmal ein paar Observer auf deine DT. Und ein genau. paar hebe ich auf als Reserve für die zweite Angriffswelle. Hast du fürs Mothership bisschen Energie ready? Ich habe volle Energie. Gut, dann laufen wir erst zum Mothership durch, weil... Ich laufe jetzt erstmal rein, du lässt meine vor. Okay. Da unten ist noch eine Mine, mach die mal weg, dass ich da vorbeilaufen kann. So, gut. Ich lauf jetzt rein. Solange wir noch können. Kannst du folgen? Ich hab die Observer in der Number. Dann gehen wir hinter zum Mothership auf. Wo ist denn das Mothership? Ganz hinten, hinterm letzten Splitter. Wir haben uns gut geschlagen. Ach, da hinten, ja. Werdet nicht übermütig. Hol ich mir jetzt. Down. GG. Geh doch. Ach ja, perfekt. Beim zweiten Versuch, komm. Ja, gut. Der erste ist immer erstmal alles angucken. Haben wir doch gut übersetzt und umgesetzt und ja. Mit den kleinen Rifts war es asozialer. Ja, das war's. Ja, gut. Wieder eine Woche warten. Oh, ich hatte noch 2 Punkte zu verteilen. Deswegen aus First Try nicht geschafft. Naja, First Try haben wir ja nicht mit Vorasum gespielt. Und ich sag noch, mal gucken, ob ich noch Punkte verteilen kann. Ja, ne? Ich hab nichts gesagt. So, gut. Jetzt pro Woche ein Level krieg, sind's ja nur noch 23 Wochen. Ja, das wird eng. Oh.